Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ich werde als allererstes mal Mad Dog auch zum Reparieren verwenden, damit mein Squad 1 möglichst schnell einsatzbereit ist. Und gleichzeitig werde ich natürlich auch noch, das wollte ich ja schon ewig machen, jemanden anheuern, der hier... Ach ja... Brain kann ich ja gar nicht anheuern. Deswegen hatte ich den nämlich nicht. Aha. Aha. Das ist ja nicht meine Schuld, aber der ist ja gestorben. Irgendwo auf den Philippinen. Aber Henning kann, meine ich, auch. Ja, der kann auch Heavy Weapons. Dann werde ich mir stattdessen Henning anheuern erstmal. So, ist eigentlich... musst du irgendwas mitbringen? Eigentlich nicht, ne? Nee, ich hab ja alles da. Hello. How long should the contract be? Na? Na? I don't have all the time in the world. I'm on my way. So, ich hab ihn erstmal angeheuert. Und werde natürlich jetzt noch die Landezone entsprechend verändern. Der soll ja erstmal zu Squad 1, damit die jemanden haben, der mit schweren Waffen umgehen kann. So, dann darf ich natürlich nicht vergessen, um 9 Uhr morgens tatsächlich auch mal wieder Waffen zu verkaufen. Das habe ich ja lange nicht gemacht. Oder beziehungsweise lange Zeit nicht gemacht. Deswegen könnte es eventuell sein, dass ich da das einfach vergesse. So, warte ich einfach mal bis 9 Uhr. Und dann muss ich auch noch mal kurz gucken, wann Henning ankommt. So, aber erstmal 8 Uhr. I'm available. 9 Uhr und da sind auch gerade meine Milizen fertig. Die würde ich gerne weiter trainieren. So, und dann ist es 9 Uhr durch, dann... Na, ich gucke nochmal. Ich glaube, Henning kommt irgendwie um 17 Uhr dann an, schätze ich mal. H2, Grumm. Ah, da greift tatsächlich irgendjemand an und leider, habe ich Probleme damit, meine Milizen da rauszuziehen. Looks like there's bad dudes in the area, man. Ja, tschüss Milizen, war schön mit euch. Ich könnte natürlich automatische Auflösung machen. Dann hätte ich insgesamt... Naja, jetzt habe ich schon auf keine Reinforcements geklickt. Ich hätte es machen sollen. Ich hätte Reinforcements machen sollen und dann hätte ich... dann hätte ich insgesamt 44 Milizen oder sowas gehabt. Naja, gegen 6 Feinde insgesamt. Ja, ich mache einfach automatische Auflösung. Wenn es schief geht, dann lade ich einfach, weil... Ich habe einfach keine Lust, die Milizen nochmal hochzutrainieren. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, die haben doch automatisch was geholt. Und das sieht momentan noch ganz gut aus. Ich drücke einfach mal auf... Nee, Wolf ist gestorben. Wolf, you were better than ever. A lean, mean fighting machine. I hate to see a man cut down in his prime. Ja, nein. Wurde noch nicht mal ein automatischer Speicherstand gemacht. Ja, was soll's. Also wie gesagt, ich hatte einfach keine Lust, meine Milizen dazu zu verlieren und nochmal hoch zu trainieren. Aber nun begab es sich gerade so, dass ich trotzdem einen Söldner verloren habe, trotz meiner extremen Übermacht gegen 6 Feinde. Also das muss doch wirklich nicht sein. Da hatte ich keine Lust drauf, da habe ich neu geladen, da stehe ich zu. Und das bedeutet, ich muss alles das nochmal machen, was ich eben gerade gemacht habe, aber das geht ja relativ schnell. Mad Dog reparieren. Und... Na, Henning anheuern. So, und die Landezone noch verändern.
Und dann bin ich ja eigentlich schon fertig. Dann werde ich einfach mal hier die Milizen gerade umsetzen. Das müsste irgendwie doch... Nee. Das, so ist das nicht richtig. Mit Rechtsklick so. So, ich mache mal einfach Unassign All und dann weise ich die alle hier zu. Habe ich 32 Milizen da? Ja, Moment, das habe ich doch jetzt. Moment. Also so läuft das nicht. Ach so, ich kann das nicht zumachen, weil ich hier noch 2 Milizen über habe. Ja, toll, dann tue ich die 2 Milizen halt noch hier in den Sektor. So, und dann breche ich das Miliztraining erstmal ab, stecke die beide erstmal in Squad 2. Und dann lege ich Squad 2 schlafen, denn ich weiß ja, ich muss demnächst mit einem Angriff hier in dem Sektor rechnen. Und dann habe ich nur 2 Milizen, die mir draufgehen. Das ist halt ein bisschen besser, als wenn ich mehr Milizen hätte. Da muss ich nur 2 Milizen neu trainieren. So, dann kann ich auch jetzt wieder den Zeitraffer anschalten und kann den auch ein bisschen schneller schalten bis auf 9 Uhr. Da machen wir mal weiter. So, und dann kann ich jetzt nämlich nach San Mona reingehen. Und da gucke ich direkt mal hier in den Sektor. Zack. Weil Toni natürlich neue Kohle hat um 9 Uhr morgens. So. Und Raffi guckt natürlich genau in die falsche Richtung. Yes. So, mit dem lieben Toni sollst du reden. Haben wir schon mal 10.200. 10.200, dann gucke ich hier nochmal ins Inventar rein. Und Raffi ist derjenige, der direkt neben Toni steht. Das heißt also, für 10.200. Ich nehme nochmal ein paar von denen hier mit. Ist ja wie immer, wir müssen ja nicht dann wirklich... Ach, jetzt habe ich den wieder getauscht. Und jetzt habe ich das falsche Tastaturlayout. Das heißt, ich habe mich hingelegt, statt mich zu dem zu drehen. So. Dann haben wir etwa 14.000. Ich gucke mal, ob der das noch macht. Nee, das macht er natürlich nicht. Ich lege den mal ab und den wieder rein. Dann macht er das noch und... Mal gucken, ob er mir die AK noch abnimmt, ja. Und dann reicht das eigentlich auch schon für heute. Very good. So, rauf auf die Übersichtskarte und Zeitraffer an. So, ich gucke gerade mal meine mobilen Milizen, die chillen so ein bisschen. Die machen nichts wirklich, obwohl hier natürlich wieder ordentlich Feinde unterwegs sind. Und die patrouillieren jetzt hier. Ja, das gefällt mir alles nicht so ganz, aber was soll ich machen? Außer die Milizen halt manuell bewegen, das könnte ich ja machen, aber naja. So die große Lust drauf habe ich dann da auch nicht. Um 13:30 müsste... Um 13:30 müsste eigentlich doch... Have arrived. Await instructions. Henning ankommen, genau. So, dann können wir den auch gleich ausrüsten. Und dann können wir seine Ausrüstung auch noch reparieren. Und dann sind wir fertig, um richtig loszulegen. Aber erstmal kriegt er eine Sonnenbrille, das ist ja ganz klar. Kriegt ein Extended Ear, das ist auch ganz klar. Und halt die Standardausrüstung. Spectra-Helm. Größte NVG, die ich habe, sind leider NVG 2 nur. Dyneema-Weste. Möglichst eine, die ganz gut im Schuss ist. So, da tue ich direkt eine Keramikplatte rein, wenn ich noch eine da habe. Aber es sieht nicht so aus. Wäre die nicht in der Nähe von der Titanium... Ah, hier ist Keramik. So. Ist nicht mehr so richtig pornös, aber 88% Zustand reicht mir eigentlich auch noch. Kann ich mir irgendwann noch mal neue bestellen, muss ich sowieso irgendwann mal machen. Dann hätte ich gerne ordentliche Dyneema Pants und Knieschoner dafür. Habe ich irgendwo noch Knieschoner da? Und Leute, ich muss doch noch, irgendwo muss ich doch noch Knieschoner haben. Hier oben sind sie. So.
Eine Rüstung hätte ich also schon mal. Brauche ich definitiv noch eine Weste. Und dann nehme ich einfach mal, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welche war. Ne, die war es nicht, die ich haben wollte. Die 106er, ja, die ist ganz gut. Dann tue ich da eine Gasmaske rein. Jeder braucht definitiv eine Gasmaske. So, Gasmaske hat er. First Aid Kit braucht er noch definitiv. Wo habe ich First Aid Kits? So ein 3-Day Pack wäre ganz praktisch. Canteen wäre ganz praktisch. So ein Waffenreinigungskit habe ich wahrscheinlich gerade nicht da. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber die waren bei mir ja schon immer so ein bisschen rar gesät. Die habe ich mir schon immer irgendwie kaufen müssen, nachdem ich jemand Neues angeheuert habe. Und der hat 92 Marksmanship und Level 7. Also das kann sich schon sehen lassen. Der ist gar nicht so schlecht. Ist natürlich auch entsprechend teuer. So, ich könnte so ein... Kann ich so eine Police-Weste vielleicht mal nehmen? Da habe ich irgendwie so Granatentaschen drin, aber andererseits... Ja doch, ich nehme mal so eine. Denn der soll ja sowieso den Granatenwerfer kriegen. Dann tue ich mal hier die Gasmaske rein und dann gucke ich mal, wie viele Granaten der da nämlich mitnehmen kann. Und zwar habe ich hier gar keine 40mm Granaten. Ich habe hier halt die Warschauer Pakt-Version davon, aber... Ah ja, hier sind die. Da passen eine Granate pro Tasche, das ist ja nicht sonderlich viel. Aber ich habe eben auch noch das 40mm Granatenpanel. Aber hier passt gar keine Munition rein in das Teil. Naja, das ist ja totaler Schrott. Nee. Dann nehme ich lieber diese hier. So, dann geht das so. Dann brauche ich noch Rauchgranaten definitiv. Und ein First Aid Kit. Nehme ich erstmal die Rauchgranaten. So, die ist noch ganz gut. Packe ich erstmal direkt 4 ein. Stun-Granaten braucht auch jeder. So, dann kommt die Gasmaske hier noch rein. Und dann muss ich mal gucken, was ich dem für eine Waffe gebe. Vielleicht eine, die nicht ganz so... Ich könnte ihm die SCAR-H mal geben. SCAR-H CQC. Mit einem Griff dran dann entsprechend. Denn ich glaube, ich habe in dem Squad noch nicht so viele Leute, die tatsächlich einen Griff haben. Die meisten haben halt irgendwie die FAMAS und die hat ja ein eingebautes Bipod. So ein ACOG dran. Ein Griff dran und wenn ich einen AR-Suppressor, ist zwar nicht unbedingt nötig, aber wenn ich einen habe, kann ich den auch genauso gut einbauen. Eine Schlinge dran und Internal Attachments habe ich gerade nicht so wirklich. Und dann baue ich hier auch nochmal die richtige Muni zusammen. Das wäre 7,62 mal 51 AP, nehme ich mal. So. Und dann nehme ich das Ganze nochmal. Habe ich noch. Oder habe ich. Achso, das ist Unterschallmunition. Ja, ich habe hier so ein ganzes Magazin oder einen ganzen Stack-Magazin rumliegen, aber ich weiß nicht genau, wo der ist. Und den kann ich aus dem Sektorinventar nicht nehmen. Ja, ist ja auch egal. Dann nehme ich halt. Mache ich halt die Box hier leer. Da habe ich auch genug Munition. So, und eigentlich braucht er ja auch nur zwei volle. Achso, hier passt wahrscheinlich ein Pistolenmagazin rein, wa? Nee, da passt auch noch mehr rein. Okay. Dann kann ich hier eine. Genau. Ja, die kann ich da reintun. Das will ich aber gar nicht. Aha. Die Jungs kann ich ja auch reintun. Dann ist ja alles klar. So, dann kriegt er den Milkor. Und das Wunderschöne an diesem Milkor ist, da passen schon mal eine ganze Menge Granaten in den Granatenwerfer selbst. So, eine HE. Ne, sagen wir mal, der kriegt eine Stun-Granate. Dann eine Tränengasgranate. Dann eine Senfgasgranate. Ich meine, man kann hier das relativ schnell austauschen, was da drin ist. Ganz sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Und Ilo-Granaten habe ich leider gar nicht mehr für das Teil. Das ist schade. So,
So, HE-Granaten sind, glaube ich, welche, die viel gebraucht werden. Nehme ich davon gleich mal zwei mit. Das heißt, wenn ich hier eine HE-Granate austauschen will, ich die HE wahrscheinlich eher nicht. Dann nehme ich mir noch zwei Stun-Granaten mit, da bin ich schon bei 90% Gewicht. So, zwei Tränengasgranaten noch. Und dann nehme ich nochmal zwei Senfgasgranaten mit. Und hier passen nochmal zwei Stun-Granaten rein. Und dann habe ich noch genug Platz, um Granaten wieder wegzustecken. Und weil ich hier noch so schön Platz habe, nehme ich hier noch eine Minigranate. Dann tue ich die, das sind Stun, ne? Ja, das sind Stun-Granaten, die tue ich dann mal hier rein. Und jeder braucht natürlich auch ein paar Knicklichter. So, und jetzt hat er noch kein First Aid Kit. Das ist mir noch gar nicht, das ist mir schon mehrmals aufgefallen, aber ich habe es natürlich immer vergessen, ihm eins zu geben. So, hier habe ich ein First Aid Kit. Kann ich genauso gut auch hier rein tun. Dann kann ich hier noch eine HE-Granate dazu tun. Sogar noch zwei. Oha. Also der ist bewaffnet bis an die Zähne. Und dann muss ich natürlich noch halbwegs warten, bis sein... Und er hat sogar gute Moral schon. Das ist auch nicht schlecht. Muss ich noch warten, bis sein... seine Waffen ordentlich repariert wurden. Aber dafür habe ich ja nun wirklich genug Leute. So, die Reparaturarbeiten laufen. Und scheinbar hat der Feind keine Ambitionen mehr, meinen Sektor in Grumm anzugreifen. Und ich habe keine Ahnung warum. Eben hat das ja noch gemacht. So, ich muss hier auf der Straße demnächst auch nochmal irgendwie die Patrouillen nochmal wegmachen. So, die Moral steigt sogar noch weiter. Ich weiß gar nicht warum, aber mir soll es recht sein. So, also seine Rüstung ist inzwischen ganz gut repariert. Aber noch sind wir natürlich nicht durch mit den Reparaturarbeiten. Ich denke mal, ich werde einfach bis abends noch warten. Und so gegen 20 bis 24 Uhr werde ich meine ganzen Leute dann schlafen legen. Und am nächsten Morgen ziehe ich dann los. Ja, die kommen auch nochmal vorbei. Gucken, was hier so los ist. Und am nächsten Morgen ziehe ich dann los und räume hier erstmal vor der Stadt nochmal auf. Und dann räume ich da die Straße auch nochmal leer. So, die Goggles sind inzwischen fertig. Also hier geht aber auch wieder die Post ab, das ist ja nicht mehr feierlich. Achso, das haben meine Milizen inzwischen schon gemacht. Die haben da gut aufgeräumt. Alles klar, da muss ich das ja nicht mehr machen. Da will ich mich nicht beschweren. So, dann warten wir nochmal bis 24 Uhr oder bis einer von meinen Reparaturboys sich vielleicht schlafen legt. Es sind sogar zwei. Naja, aber Dimitri kann noch ein bisschen. So, kommt schon, Leute. So, und ihr greift jetzt bitte nicht an während des Nachtes. Das wäre ja sehr unpraktisch. So. Lock scope. Here it is. Ja, komm. Says you better get your ass. You better. Wolf Link. Says you better. So, stoppen wir erstmal. Das bedeutet, meine drei Reparaturleute kommen schön in Squad 1. Und Squad 1 schläft sich erstmal aus, denn am nächsten Morgen geht es direkt frisch los mit 12 Leuten hier. Ansonsten wäre es vielleicht noch ganz praktisch, wenn ich hier auch nochmal ein bisschen ein paar Sachen repariere. Denn ich gehe mal davon aus, die Sachen sind nicht mehr so toll. Und dann nehme ich direkt erstmal Eis für. Dann spare ich mir auch gleich das Saubermachen, wenn der die Waffen erstmal noch repariert. Ist vielleicht auch ganz praktisch.
So, und die kommen einfach nicht hier, die Jungs. Man weiß nicht ganz warum. Man weiß es nicht. So, langsam vergeht die Zeit. Mal anschauen, wie es weitergeht. Aber viel passieren tut er wohl nicht. Aha, da sind sie nämlich. Und natürlich mitten in der Nacht. Hostiles have been detected in the quadrant. Sind nicht besonders viele, aber trotzdem in der Nacht ist das tatsächlich ein Problem. So, da muss ich lieber schnell den rundenbasierten Modus... Aha, die kommen hier nämlich nicht rein. Nee, doch, Hocke reicht eigentlich. Und dann lege ich schon mal die Waffe an. Hier müsste doch eigentlich jetzt beleuchtet sein. Das sieht zumindest ganz danach aus, ne? Ich werde mal Radar hinlegen und... Aber nur ein Feld. Meine Leute können leider nicht wirklich weit genug gucken, dass das wirklich was bringt mit der Beleuchtung hier. Das heißt, ich muss definitiv ein bisschen näher ran. Yo! Leider. So, ich werde auf Eis mal... Ja, jetzt ist es zu spät, um da noch auf Rennen zu schalten. Danny soll auch ein bisschen näher ran. Und der kann sich ja ganz schön bewegen mit seinem Athletics-Skill. Ready! Links wird sowieso nicht effektiv kämpfen können und Raven genauso wenig. Standing by. 10-4. So, kann er jetzt hier... Ah, jetzt kann er hier relativ ordentlich sehen. Hier ist noch ein Feld jetzt frei, aber das wird gleich noch jemand anders abdecken. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen näher ran. So, der Feind hat mich noch nicht bemerkt, logischerweise. Ich bin halt noch nicht im Kampf. Und jetzt müsste ich eigentlich von da aus alles sehen können. Das heißt, wenn meine Scharfschützen ein bisschen weiter nach vorne ziehen, dann sollte für die eigentlich das gleiche gelten. Raider wird natürlich Spotter. Ready. Und Raven kommt auch noch ran. 10-4. So, die legt dann... Oh, die hat nicht mehr genug AP zum Anlegen. So, dann legt die jetzt mal an. Und dann kann die auch ganz gut sehen, okay. Also das ist nicht perfekt, glaube ich. Also keine perfekte Engagement-Range sozusagen für meine Scharfschützen. Aber es ist besser, als sie gar nicht benutzen zu können jetzt in der Nacht. Standing by. Und ansonsten, Grizzly kann hier auch ganz gut gucken. Der kann schon mal seine Waffe ausrichten. Das gleiche gilt für Danny auch. Yo. Und Ice sollte sich hier vielleicht einfach hinlegen und sollte auch seine Waffe ausrichten. Achso, der hat gerade seinen Reparaturkasten in der Hand. Ja, das ist dann unpraktisch. Den kann er ja direkt einfach ablegen. So, und dann warten wir einfach mal, dass die Jungs kommen. Das sind ja nicht so besonders viele. Aha. Alright. We're on. Das heißt, so ein großes Problem dürfte das ja eigentlich nicht sein. Ready. Raven sieht den hier sogar schon. Ja genau, der ist halt nur auf 6,5-facher Vergrößerung. Das ist halt problematisch, aber solange ich ihn trotzdem noch treffe, ist ja eigentlich egal. Der ist schon kritisch, der hier ist erst... Er ist noch gar nicht verwundet. Dann bekämpfe ich den lieber und der hat richtig gesessen. Ready. Dann kann ich Danny auch gleich noch mit dazu nehmen. Ready. Ja, das war's. Den hat es direkt zerrissen. Ready. Bummer. So, da kommt schon der nächste und ich krieg natürlich eine Unterbrechung. Warum kriegt Grizzly denn eine Unterbrechung? Der ist ja nun wirklich eigentlich nicht der Beste. Aber er kriegt eine und dann will ich mich nicht beschweren. Und er trifft sogar. Standing by. Ist doch alles in Butter. Standing by. Alright. So, da kommt er schon wieder. Und bleibt natürlich genau hier in meiner Reichweite stehen. Another one bites the dust. Und das war perfekt. Perfekter Schuss. Standing by. So, Grizzly kriegt wieder eine Unterbrechung. Einen kriegt er, einen fängt er sich schon mal. Standing by. Fighting time. Und da probiert es ein anderer. Blast it.
denkt sich halt, bei den anderen hat es zwar nicht geklappt, aber ich bin ja auch viel professioneller und viel qualifizierter als die. Das heißt also, bei mir wird es schon klappen. Und wie sich herausstellt, hat das sich nicht bewahrheitet. Cool. So, Grizzly kann eigentlich mal nachladen. Bummer. Standing by. So, der kommt auch noch. Und dem haben seine Kollegen vielleicht einen kleinen Streich gespielt. Problem solved. Ready. Die kamen halt mit einer blutenden Wunde wieder zurück zur Truppe. Und er hat gefragt, wo habt ihr denn die Wunde her? Und dann haben sie gesagt, naja, da im Osten, da sitzen ganz böse Leute. Und dann ist er halt nach Westen gegangen. Ja, schade für ihn. Standing by. Ich versuche halt Grizzly so ein bisschen noch zu trainieren. Deswegen gebe ich jeden möglichen Kill, gebe ich Grizzly. Standing by. Standing by. So, zwei Feinde noch und ich meine, die sind beide verwundet. Nee. We're on. Hier ist noch einer, der noch gut dabei ist. So, und wir legen einfach mal richtig los hier, immer schön Salvenfeuer. Genug Munition haben wir ja nun wirklich, also da kann man schon ordentlich mal reinhauen. Bleibt also noch ein Feind und ich habe... Ah ja, da ist er schon. Und das war der letzte. Another one bites the dust. Yeah, dude! Put another sector in the wind column. Ain't nothing left breathing here. Ja, das war nicht besonders herausfordernd. Ich überlege, ob ich vielleicht tatsächlich schon diesen Sektor hier angreife. Denn dauernd hier angegriffen zu werden, ohne die Möglichkeit zu haben, vorher noch meine Milizen zu verteilen, das ist einfach blöd. Das ist einfach richtig blöd. Das mag ich nicht. Ich mag auch keine Milizen weiter ausbilden. Das heißt, das hier ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein... Naja, wie soll ich sagen? So ein Stallmate halt. Ich will hier keine Milizen ausbilden, ansonsten machen die Milizen. Und ich will eigentlich Milizen zur Unterstützung haben, um die anzugreifen. Ja, da weiß keiner so richtig, was gemacht werden soll. Das bringt mir natürlich eigentlich nichts, hier noch das weiter hinaus zu zögern. Und in meinem Team 1 ist ja Scream drin und ich will, da muss man das so richtig timen, dass die das Scream nicht gleichzeitig mit Links in einem Sektor ist zur vollen Stunde, damit die sich nicht weiter hassen. Also das gefällt mir alles nicht so richtig. Ich werde aber definitiv Raffi nochmal ein paar neue Waffen aufladen, denn es ist 9 Uhr, das heißt Toni-Zeit. Yes. So, verkaufen bitte. Point out what. Let me see what we have here. There is value. Sind wir bei 11.000, 12.000, 13.000, 14.000 und 23. The deal is done. Anything else? Wunderbar. Reicht mir eigentlich für heute. You know where to find. Kann versuchen, noch irgendwie 1.000 rauszuholen, aber nö. Was soll's. So, wie geht's weiter? Dieses Squad hier sollte definitiv die Wegkreuzung hier wieder freimachen. So, dann machen wir das auch gleich. Na, die werden so gegen 10 Uhr da sein. It's simply a question of time. Und die andere Kreuzung wurde natürlich auch wieder besetzt und erfahrungsgemäß ist es ja so, dass die Jungs von hier nicht rüberkommen. Könnte natürlich trotzdem passieren, aber wir haben ja jetzt auch noch einen ordentlichen Granatenwerfer und das ist wieder der Farmsektor. Und ich habe natürlich vergessen, auf meinen Leuten hier die Toolkits abzulegen. Und Moment, bevor ich es vergesse, einmal kurz noch hier die Pfeiltasten benutzen, um hier einmal kurz rumzuscrollen. Ich habe gerade schon wieder gesehen, der Bildschirm hat angefangen zu springen. Er wollte springen.
Aber die Chance gebe ich ihm natürlich nicht. So, bevor ich hier auf Elroy loslaufe, dass mich vielleicht Feinde hören und dann hier nachgucken kommen, was denn hier los ist, werde ich erstmal die Toolkits ablegen und werde meine Waffen in die Hand nehmen. Und idealerweise sollte ich mich vielleicht sogar noch positionieren. Yep. So, Henning. Einmal dahin. Yes. Max kommt da momentan noch gar nicht raus. Maddox sollte sich hinlegen, weil der die FAMAS hat. Yes. Scream sollte sich hinlegen. Yes. Und der Rest der Waffen sollte alle Griffe dran haben. Ich nehme mir erstmal Dimitri her. Yes. So, ich werde mal Scream hier irgendwie... Ja, das ist nicht so optimal, wenn der sich so in die Büsche legt. Ich werde ihn einfach mal hier hinlegen. Yep. Henning hatte ich ja schon mal. Elroy soll halt gleich loslaufen. Und soll für mich Erkundungen anstellen. Jetzt brauche ich halt noch jemanden, der hier ein bisschen nach Norden deckt. Das kann eigentlich Dimitri machen. There's at least one hiding somewhere nearby. So, also dahin stellen und Waffe anlegen. Hier. Scream habe ich da schon. Henning habe ich schon. Yes. Yeah, yeah. Da brauche ich noch Mad Dog. Okay. Der kann sich ja auch irgendwie so ein bisschen in diese Richtung drehen hier. Aber eigentlich sollte er ja liegen. Yep. So, wen brauche ich da noch? Eigentlich nur noch mein Sniper-Spotter-Team. I knew we'd see them sooner or later. There's the enemy. I've got my hands full. Und hier sind gleich eine ganze Menge von den Jungs auf einmal. Ira kann sich ja erstmal hinlegen und die Spotter-Fähigkeit anschalten. Yes. Und Max legt sich direkt mal daneben und schaltet hier. Na, kommt nächste Runde. Nächste Runde vielleicht. Hello, baby! Yes. So, Max schaltet erstmal gleich. Oder hebt gleich seine Waffe yes. an. Spotter-Fähigkeit ist aktiv. Wir sind hier leider nur auf 8,8-facher Vergrößerung. Und das heißt, wir schießen natürlich daneben. Ja, ja! Yes. Auch mit einem super, super trainierten Schützen. Ich hätte Elroy vorher nach vorne schicken sollen, aber egal. Yep. So, der kommt jetzt auf mich zugelaufen. Das ist eher unpraktisch. Henning könnte ihn eventuell sogar... Ja, das ist noch innerhalb der Waffenreichweite. Henning kann ihn also tatsächlich erwischen. Und das tut er auch, weil er ein recht guter Schütze ist. You got my ear. So, die kommen jetzt natürlich an. Das heißt, mit der Spotter-Fähigkeit ist es vorbei. Ich werde einfach gleich mal die FAMAS einsetzen. Und um die hier ein bisschen zu unterdrücken. Und das Ding geht ja richtig ab. Ich kann schon verstehen, warum mir das empfohlen wurde. Das geht ja richtig runter. Eine mordsmäßige Kadenz. Und ich meine, der hat ja hier Rotten Spring tatsächlich eingebaut. You got my ear. So, ich mache erstmal mit Max weiter. Also hier, das hat anscheinend keinen Sinn wirklich. Ah doch, da habe ich einmal wenigstens den Kopf getroffen. Bingo! Und einmal pumpen. Und dann geht's hier direkt weiter. Leider nicht getroffen. Ich glaube, ich muss ein bisschen kürzere Salven schießen. Ansonsten geht das alles immer irgendwie so ein bisschen daneben. Scream wird mal hier auf den hier eine Dreiersalve feuern. Dazu muss er sich halt umpositionieren, aber das kann er ja gerne machen. Von oben kommt ja momentan eigentlich fast keiner. Die meisten kommen momentan ja von links. Das heißt, da bin ich eigentlich ganz gut beraten. So, wie weit der noch rankommt, weiß ich nun nicht genau, aber zur Sicherheit werde ich dem direkt mal ein paar meiner Begrüßungskollegen entgegenschicken. So, oh, hier. Boah, wie viel Schuss ich damit abgeben kann. Ich kann ja das ganze Magazin quasi leer feuern mit dem Teil.
Ja, und genau das macht er auch. Boah, das sind 34 Schuss gewesen. 34 Schuss in einer einzigen Runde. Yes. Das ist schon... Das ist kein Pappenstiel. Das ist richtig Bingo. Heftig. You got my ear. Also die Waffe gefällt mir durchaus. So, Ira kann auch gleich nachladen. Nee, falsche Taste. Das war unklug. So, jetzt hast du auch nicht mehr genug AP zum Nachladen, dann erübrigt sich das Problem ja. Madoc darf sich... Warum sieht er den denn nicht? Der wird scheinbar von irgendwas verdeckt. Moment, ich probiere mal, mich hier in diese Richtung nochmal irgendwie zu drehen. Nee, dann sehe ich den auch nicht. Hier. So, da oben sitzt gerade einer. Ja, der ist natürlich genau an mir vorbeigelaufen. Und wenn Schwarzhemden ein Feld von einem Spion entfernt stehen, dann heißt das, die können den Spion enttarnen. Und genau das ist hier passiert. Yes. Das ist richtig bitter für mich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hoffe einfach mal, dass Elroy noch genug AP hat. Ja, hat er. Der muss sich definitiv hier zurückziehen. Und der Feind, der ihn sieht, muss definitiv sterben. Und er hat jetzt noch nicht mal Schaden genommen davon. 18 Schaden genommen, das ist immer noch zu wenig. Henning, warum sieht er den denn nicht? Ja, der liegt irgendwie so halb hinter irgendwelchem, irgendwelchem Gebüsch. Ja, das ist ja Mist. Henning hat aber einen Granatenwerfer. Komm, gib ihm. Eine Stun ist als erstes drin. Ich hätte aber ganz gerne eine HE. Und da... Oh, nee, das dauert... Ich dachte, es würde weniger AP kosten, die Granaten zu tauschen. Aber das kostet tatsächlich sehr, sehr viele AP. Viel mehr, als es eigentlich gut für mich ist. Denn ich kann nicht mehr schießen jetzt. Muss ich mal Max nehmen. Ganz egal, was passiert, aber Hauptsache, der Typ hier stirbt. So, das hat auch nicht geklappt und es stellte sich wohl heraus, ich weiß es nicht genau, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich den eben nicht gesehen und habe ihn dann doch gesehen, nachdem ich durch die Optik geguckt habe. Ja, vielleicht war der Grund ja, dass ich vorher nicht durch die Optik geguckt habe. Das wäre doch eine Idee. Ich guck mal hier in diese Richtung, dann sehe ich den auch. Und jetzt ist er tot, alles klar. Das heißt, keiner kann mehr Elroy sehen. Doch. Der Scharfschütze kann Elroy noch sehen. Ja, das ist äußerst unpraktisch. Hier. So, also Elroy setzt sich erstmal hier schön ins Gebüsch rein. No dice. So, kann sich nicht mehr hinknien, aber er wird hoffentlich nicht mehr gesehen. So, ich schalte mal hier auf Madoc einfach den Salvenmodus ein. Da trifft er natürlich auch nicht. Yes. Aber ein Versuch war es wert. So, wie sieht's hier aus? Hier kommen neue Feinde. Zeit für mich, sie unter Feuer zu nehmen, bringt mir natürlich gar nichts. Und Ira muss definitiv nachladen. Ja, das ist der Nachteil an so einer schnellen Waffe. Ohne C-Mac-Adapter, da muss man schnell einfach mal nachladen. Yes. Es macht viel zu viel Spaß, da alles zu verballern. So, und hier... Ja, bis hier komme ich. Ja, warum auch nicht? Gib ihm. Habe ich zwar die falschen beiden getroffen, aber ich habe immerhin zwei getroffen. Yes. Kann ich mich nicht wirklich beklagen. So, der trifft glücklicherweise leider für ihn irgendjemand anders aus seinem eigenen Team. Ich werde einfach mal mit Elroy hier ein bisschen unter... Drückungsfeuer abgeben. Hat einen Schuss sogar getroffen, damit hätte ich nie im Leben gerechnet.
Und Maddox schießt weiter ein bisschen Salve. Trifft aber gar nichts. You got my ear. Naja, da habe ich ja immer noch Ira. Die kann hier nochmal Salve schießen. Die trifft einmal. Und das war's. Yes. Da haben wir noch Dimitri. Das bringt mir doch alles nichts hier, was hier passiert. Yes. Meine Leute treffen entschieden zu wenig. Entschieden zu wenig. Yep. So, was hat Henning denn jetzt? Der müsste jetzt... Na komm. Na, was hat er denn im Lauf? Er hat jetzt eine Tränengasgranate im Lauf. Ja, nicht wirklich das, was ich mir so in dieser Situation vorstellen würde. Max muss leider auch noch zusätzlich nachladen. Hat er noch 48 AP, das reicht nie im Leben noch für einen Schuss. Nee, leider nicht. 2 AP zu wenig. Um überhaupt einen ungezielten Schuss abgeben zu können. Was Henning mal machen kann, ist, er kann die Stun-Granate nach vorne holen. Und kann dann auf die beiden hier schießen. Ich hoffe mal, das trifft so halbwegs. Nee, das trifft gar nicht. Dann sollte jetzt wieder, ja, jetzt ist wieder die Tränengasgranate vorne. Ja, dann schießt du einfach mal hier hin. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es vielleicht irgendwie, die Jungs hier davon zu überzeugen, unten zu bleiben. Zumindest wenn die keine Gasmaske aufhaben. Also zumindest sind die Feinde ohne Gasmaske natürlich nicht besonders motiviert, hier in der Nähe meiner Tränengasgranate zu bleiben. So, der hier ist zwar schon verwundet, aber ich schieße trotzdem auf den. Der ist wenigstens weit genug weg, dass ich hier irgendwelche Chancen habe zu treffen. So, Maddox schießt mal auf den. Hat er zumindest einmal getroffen. So, der hier ist noch gut dabei. Yes. Das macht für ihn schon wesentlich ungesünder. Dimitri kann nichts mehr machen. Elroy kann, warum kann der denn hier nichts machen? Achso, ich habe Dimitri noch angewählt gehabt, alles klar. So, das war auch nichts. Dann bleibt nur noch Scream, der hier auch überhaupt keinen von den Jungs sieht. Der hier ist noch gut in Schuss, das heißt, den unterdrücke ich einfach mal ein bisschen hoffentlich. Ja, habe ich zumindest 11 Punkte verteilt. Und Henning legt mal seine Waffe an, dann könnte es ja sein, dass er einen von denen sieht, ja, den kritischen hier. Und den streckt er mit einem gezielten Schuss nieder. Jesus K. Reist! Jesus K. Reist! So, also eine ganze Menge von den Jungs hier unterwegs, aber wie vorausgesehen, die Jungs von der anderen Straßenkreuzung scheinen sich nicht besonders für uns zu interessieren. So, hier geht's weiter. Der ist immer noch gut im Schuss. Oh, Maddox hat ihn gemacht. Alles klar. So, eine Salve auf den. Ira kann es ja auch nochmal probieren. Und Ira macht ihn sogar. Yes. Dann gucken wir mal, was der da hinten macht. Ob der sich bemüßigt fühlt, hier noch näher ranzukommen. Aber scheinbar nicht. Yes. Yes. So, Max sieht den, dann kann Max auch mal versuchen, den zu bekämpfen hier. You could avoid the rush. You got my ear. Und ansonsten, Ira sieht ihn zwar nicht, aber sie kann trotzdem auf ihn schießen und ist inzwischen auch eine Schützin, die gut genug ist, dass sie solche Schüsse auch tatsächlich mal treffen kann. More opposition. Jesus King. You got my ear. So, und Ira kann vor allen Dingen auch mal nachladen. In dem Moment nehmen wir mal den hier. Jesus K. Reist! Und da hinten läuft einer lang, auf dem wir leider keine Unterbrechung bekommen, aber er stoppt natürlich seine Runde genau in unserem Sichtfeld. Zack, da fängt er sich eine. Zack. Yes. Und da fängt er sich noch eine zweite. Zack. This gun ain't happen until I reload. Und nachladen. Yes. Yes. So, wie viele haben wir noch? 3 Stück, alles klar. I wanna fry this sucker before I'm spotted. Kommt auch direkt der erste und Maddox braucht einfach den Spaß.
Auch wenn er nicht trifft, aber er zimmert einfach mal drauf. You got my ear. Und dann haben wir noch Elroy hier, der mal versucht vielleicht ein bisschen, oh ja, da hat er getroffen. Vielleicht ein bisschen Einzelschuss, um ein bisschen gezielter zu sein. You could avoid the rush. So, er läuft hier ein bisschen hin und her. Das ist gefährlich. Wer kriegt einen Interrupt? Leider nicht die richtigen Leute, aber Ira sollte vielleicht mal ein Fernglas in die Hand nehmen. Das ist Fudge. Ganz gefährlich, aber den kann ich immer noch nicht sehen. Das ist ein anderer. Fudge. Der ist das. Yes. So, und Max ist ja am Interrupt beteiligt. Yes. So, das heißt, diesen hier, wenn wir den nochmal treffen, dann ist der Fudgy. Aber leider nicht getroffen. Ja, ja. Dafür kommt der hier ran. Das ist natürlich super. So, vielleicht kann Dimitri ihm den Rest geben. Achso, es ist nur noch eine Patrone im Rohr. Deswegen konnte ich da nicht mehr Schüsse in die Salve investieren. Achso, der stirbt schon. Ja, da muss ich auch nicht weiter auf ihn schießen. So, und der hier hinten, da gucke ich mal, ob ich dem nicht noch eine mit dem Scharfschützen geben kann. Yes. So, das sieht gut aus. Der blutet aus. Der liegt schon im Sterben. Aber man kann ihn ja trotzdem noch einmal treffen. Yes. Must watch out. All soldiers are not dead. Bleibt noch ein einziger. You got my ear. Den kann Ira ja mal. Das heißt, eigentlich könnte sich Elroy versuchen, mal neu zu verkleiden. Dafür muss er sich aber erstmal verbinden. So, neu verbunden ist er. We're in luck. So, dann hat er eine neue Hose sich angezogen. Aber irgendwie hat er noch kein neues Hemd, scheinbar. Oder? Er ist zumindest nicht neu verkleidet. Found something. Das ist blöd. Found something. Kann der nicht hier irgendwie, da ist eine Ska-HCQC. Der muss doch irgendwo seinen Kram ja fallen gelassen haben. Oder sehe ich den jetzt einfach... Also im Inventar ist er nicht, sonst würde ich den ja hier sehen. Und die Hose habe ich wieder angezogen, aber scheinbar habe ich irgendwie... Habe ich irgendwie kein Oberteil mehr. No problem. Found something. Found something. I'll take care of it. Also wenn, dann müsste ja das Oberteil eigentlich hier irgendwo hingelegt haben. No problem. Good. Das ist ja schade. Na egal, da muss ich Ira als Scout einsetzen. You got my ear. Das ist ja auch durchaus machbar. Und da oben, genau, damit habe ich gerechnet. Das ist jetzt nun wirklich keine große Überraschung, dass der letzte Feind da oben drin sitzt. Dann nehme ich mir mal Leute her, die ich tatsächlich noch ein bisschen trainieren muss. Zum Beispiel Mad Dog und Dimitri. Yes. Die ziehe ich hier mal her und dann versuche ich den irgendwie so ein bisschen auszuräuchern. Okay. Yes. So, wie weit kann der überhaupt gucken? Ja, wenn er seine Waffe anlegt, vielleicht noch ein bisschen weiter. Yes. Ich setze mich mal hier vielleicht hinter den Baum. Yes. Yes. So, dann kann Dimitri schon mal anfangen, ihn einfach blind unter Feuer zu nehmen. Und da trifft er sogar. Ja, ja. Und Maddow kommt gleich mit. Ja, ja. Ach, er kommt hier sogar raus jetzt. Ja, das ist ja praktisch. Yes. Da habe ich ihn sogar nochmal getroffen. Ja, Atemschaden ist Seelenschaden quasi. So, Maddow kommt näher ran, legt sich hin und guckt natürlich genau nicht in die richtige Richtung. Glaube ich zumindest. Ja, ja. Ach, der macht sich vom Acker jetzt. Ne, da kommt er schon wieder. Ja, ja. So, Maddow rückt vor, legt seine Waffe an. You got my ear. Also ich weiß, der sitzt da wahrscheinlich immer noch hinter den... Genau, der sitzt da immer noch in den Büschen. Later.
Wer da in den Büschen sitzt, der hat's nicht besser verdient. Yes. Jetzt hat er wenigstens mal gemerkt, dass seine Position aufgeflogen ist. You got my ear. Ja, ja. Ja, wirklich, was machen tut er immer noch nicht. Ah, Maddox sieht ihn sogar. Komm, du kannst doch jetzt hier auf den... Nee, der kann nicht auf den schießen. Ja. Ich weiß nicht genau warum und der Bildschirm springt schon wieder so ein bisschen. Achso, wahrscheinlich, weil ich genau am oberen... Nee, ich war nicht am oberen Kartenrand. Ja, ja. Yes. Yes. Naja, Dimitri probiert es einfach nochmal ein bisschen. Trifft er ihn nochmal? Also Dimitri ist ja echt ein Tier. You got my ear. Ja, ja. So, jetzt sieht Mad Dog ihn endlich vernünftig. Und da ist er nochmal getroffen. Das zweite Mal trifft leider nicht. Und er legt sich... Er legt sich natürlich hin. Probieren wir mal, ob wir den über die Distanz vielleicht noch machen können. Nee, Dimitri hat keine wirkliche Chance, irgendwie auf den zu schießen. Vielleicht Mad Dog noch. So, noch die letzten AP in die Salve. Ja, schade, und sein Magazin ist sogar leer. Okay. So, ich werde mal hoffen, dass ich dem hier noch den Garaus machen kann, bevor der ausblutet. Oh, schade. Er liegt zumindest jetzt im Sterben. Aber... Ach so, weil er Atemschaden gekriegt hat. Ja, ja. Ich würde sagen, Mad Dog ist... Wir machen so ein bisschen Roleplay. Mad Dog ist der Typ von Kerl, der da auch gerne mal hinterher rennt. Ja, ja. Und aus dem Lauf weiter mit dem Gewehr drauf zimmert. Also das passt ja nun wirklich zu dem Charakter. Ja, ja. Okay. So, und da hat er ihn hingerichtet. Da hat er ihn eiskalt hingerichtet. Ich werde mal kurz mehrmals die Nachladentaste drücken. Und dann gucke ich mal kurz, Moment, einmal so, alle Waffen ausgepackt. Und dann gucken wir einfach mal, was wir hier bekommen haben. Wie immer, ich würde jetzt sagen, nichts Besonderes, aber es ist ja was Besonderes, nur wir haben halt alles schon irgendwie. Viele schöne Sachen, eine Scar H, eine Scar L, was auch immer das Teil hier ist. Okay, so toll ist es dann noch, doch die Großer ist ganz, ganz nett, aber naja, also das Übliche. Ich sag einfach mal, das Übliche. So, in der nächsten Folge werden wir uns dann weiter hier in diese Richtung vorkämpfen, denn ich habe mich entschieden, eigentlich sollte Squad 1 die Stadt einnehmen, damit Squad 2 in Richtung Tixa sich auf den Weg machen kann. Denn ich wollte ja schon ewig mal das Militärgefängnis in Tixa befreien und Squad 1 eignet sich nicht dafür, weil sowohl Scream als auch Henning kämpfen nicht gerne in der Wüste. Naja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis bald.